Es geht los mit dem Emirates Team New Zealand und der Yacht Horonoku. Mit dem Gefährt soll der Geschwindigkeitsrekord für ein von Wind angetriebenes Landfahrzeug aufgestellt werden. Der bisherige Rekord liegt bei 202,9 km/h. Das neue Ziel sind 250 km/h. Als Hauptmaterial wurde Kohlefaser verwendet. Die Segelhöhe beträgt 10 Meter. Ein Gegengewicht wird mit 300 bis 1100 Kilogramm Fracht beladen, was ein effizientes Steuern bei unterschiedlichen Wetterbedingungen ermöglicht. Als Strecke wählte das Team den australischen Salzsee Lake Gaitner. Am 12. August war der notwendige Teil des Sees allerdings immer noch mit Wasser gefüllt. Laut dem Vertreter des Teams muss man sich noch etwas gedulden. Wir wünschen hiermit viel Erfolg. Quanta R, so heißt die Idee von Iron Custom Motors, die den Spaß an Motorradfahren mit der Sicherheit eines Autos verbindet. Die Eigenschaften von Quanta R überraschen selbst erfahrene Betrachter. 5 Leistungsoptionen von 350 bis 600 PS. Beschleunigung von 0 auf 100 in weniger als 3 Sekunden, eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h und eine Methanol-Einspritzung, Custom-Federung und Keramikbremsen. Und das Gewicht von 750 kg. Das Herz der Technik ist ein getunter Subaru 2,5 Liter Motor, das Getriebe ist sportautomatisch. Natürlich zieht das Design die Blicke auf sich. Die Hauptfarbe ist mattes Schwarz, das durch blaue und gelbe Elemente ergänzt wird. An Bord gibt es das Audiosystem Alpine Marine. Entspannen kann man aber auch auf einer fliegenden Hybrid-Tragflächenjacht. Laut den Entwicklern soll sie jeden ansprechen, der Unterhaltung für die ganze Familie sowie ein wenig Nervenkitzel sucht und James-Bond-Filme liebt. Die Yacht heißt Foiler. Zu den technischen Eigenschaften ist Folgendes bekannt. 74 km pro Stunde Höchstgeschwindigkeit, 278 km maximale Reichweite und 2 V8 Dieselmotoren mit je 370 PS. Die Tragflügel werden per Knopfdruck gesenkt und gehoben. Es gibt Platz für insgesamt 8 Personen. Das Design kombiniert Funktionalität, Eleganz und die Möglichkeit, sich im Sitzen oder Liegen zu entspannen. Es gibt mehrere Sitzgelegenheiten und Sonnenliegen. Man kann außerdem einen Kühlschrank, eine Minibar und andere notwendige Dinge dazu kaufen. Der Preis beginnt bei 764.000 Euro. Unter anderem deshalb erfolgt die Auszahlung in 5 Teilbeträgen. Verschiedene Elektrofahrzeuge werden in den letzten Jahren immer beliebter. Vor allem Elektroroller für die Stadt liegen voll im Trend. Wo Nachfrage ist, ist auch Angebot. Bull E ist ein Elektroroller, der in einer limitierten Auflage von 250 Stück erscheinen wird und soll die Prinzipien der urbanen Mobilität neu definieren, sagen die Entwickler. Zu den technischen Eigenschaften ist Folgendes bekannt. Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h, eine Reichweite von 50 km mit einer Ladung und ein ungewöhnliches Design vom griechischen Team Nikos Manafis. Zu der Standardausstattung gehören ein Alarm, LED-Nebelscheinwerfer und eine Halterung für eine Actionkamera. Als kleinen, aber feinen Bonus gibt es ein einzigartiges Authentizitätsschild. Auf der Webseite des Projektes kann man eine Vorbestellung tätigen. Der ungefähre Preis liegt bei 4.500 Euro. Erinnert ihr euch, wie die Hauptfigur im Film Taxi 3 die Autoräder in Raupen verwandelt hat? Etwas ähnliches haben auch die Entwickler des Rockboard Descender Offroad Skates gemacht und können damit nun das ganze Jahr überfahren. Die Gesamtmaße des 36-rädrigen Technikwunders betragen 79 x 23 x 14 cm. Die Raupen eignen sich zum Fahren auf Gras, Schmutz und sogar Schnee. Sie verhalten sich auch gut auf Asphalt. Es gibt jedoch keinen Motor, daher ist das Gefährt eher für Abfahrten geeignet.
Zudem wiegt der Rockboard Descender nach all den Verbesserungen satte 5,6 Kilogramm. Und die Frage, ob man darauf Tricks ausführen kann, bleibt offen. Das Modell ist für rund 118 Euro erhältlich. So ein Fahrzeug entsteht, wenn man ein Motorboot und einen Anhänger kombiniert. Der Hybrid heißt Float Trailer 2069 und vereint die besten Eigenschaften dieser beiden Transportmittel. Der schwimmende Anhänger wiegt etwa 2630 Kilogramm. Länge und Breite betragen 6,1 und 2,3 Meter. Die Transformation dauert etwa 45 Sekunden. Die Karosserie besteht aus geschweißtem Aluminium und ist standardmäßig mit 14 Zoll Rädern und Scheibenbremsen ausgestattet. Die Tragfähigkeit im Anhängermodus beträgt 1520 Kilogramm und im Bootmodus 1111 Kilogramm. Das reicht für einen 115 PS starken Evinrude Motor, Treibstoff, Wasser und Lebensmittelvorräte sowie das gesamte Zubehör. Interessant ist nur, wie man das Gefährt anmeldet, als Trailer oder als Schiff. Wollt ihr die Grenzen zwischen Mechanik, Technik und Bildhauerei verwischen? Der 26P mag seltsam erscheinen, aber er wurde ganze 28 Jahre lang produziert. Insgesamt gab es davon mehr als 4,6 Millionen Exemplare, darunter echte Unikate. Dieser Prototyp wurde Ende der 70er Jahre gebaut. Die Idee war, einen leichten Geländewagen für Reparaturexperten von Stromnetzen zu bauen. Dafür wurden Raupen anstatt von Rädern verwendet, die Karosserie wurde abgedichtet und die Seitentüren durch Plexiglasabdeckungen ersetzt. Mit einem Gewicht von 600 Kilogramm konnte die Technik nicht nur im Gelände fahren, sondern auch schwimmen. Die Kapazität wurde allerdings von 4 auf 2 Personen reduziert. Der Prototyp wurde 1980 fertiggestellt und das Modell ging aber nicht in Serie. Es gab zwar Interesse aus China, aber die Probleme mit den Raupen machten dem einen Strich durch die Rechnung. Der hervorragende Zustand eines einzigen Exemplars kann einfach erklärt werden. Er lebt in einem polnischen Museum. Zum Schluss zeigen wir euch das Amphibienfahrzeug Toon Goose. Das ist eine hervorragende Lösung für Arbeiten in schwer zugänglichen Regionen sowie für Logistik und für Rettungseinsätze. Die Bewegung erfolgt in zwei Modi, auf einem statischen oder dynamischen Luftkissen. Der erste ist dort nützlich, wo schwieriges Manövrieren erforderlich ist. Der zweite ist hilfreich für große Entfernungen. Die Geschwindigkeiten betragen jeweils 90 und 200 km/h. Man kann damit sowohl Frachten als auch Passagiere bis zu 21 Personen transportieren. Die Reichweite mit einer Zuladung von bis zu einer Tonne beträgt 5000 Kilometer.
Das Fahrzeug kann im Bereich von plus 45 bis minus 40 Grad Celsius betrieben werden und Hindernisse mit einer Höhe von bis zu 15 Meter an Land und im Schnee überwinden. Auch der Preis kann sich sehen lassen und beginnt ab 805.720 Euro. We'll be right back.